in Kalk, noch ungelöscht, im Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphorgluten, in dem Urin von rossigen Eselsstuten, in Schlangengift und in Altweiberspein, in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren, in eines Katers Hirn, der nicht mehr fischt, im Geifer, der auf den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt, im Stachel einem Igel ausgerissen, im Regenfass drin schon die Würmer schwimmen, krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, die des Nachts wie Feuer glimmen in Pferderotz und auch in heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren, in dem Gefäß drin alles rein gerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwierigen Gedärm an Alterung verpestetem Sekret, in Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenbänscher, um sich kalt zu halten, in allem Schmodder, der zurückbleibt, in den Spitzen und den Spalten, wer hätte nicht durch solchen Schied hindurch gemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, gehen Sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen, um den Bottich voll zu machen, gebt auch den Arsch der Ruch von einem Schwein hinein und hat's 4 Wochen lang gegoren. In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren.